Gut, also mein Lieblingsthema semantische Suche, also erzähle ich ja seit Jahren immer schon drüber. Ich glaube, ich bin so in Deutschland so ein bisschen der Treiber von dem Thema. Genau, semantische Suche geht heute in der Webinar geht es um Knowledge Graph, Natural Language Processing, Entitäten und auch ein bisschen ERT. Den ERT-Teil habe ich in der Präsentation ein bisschen abgespeckt, weil ich dazu morgen bei den Search Seekers, auch SMX, speziell für ERT einen Vortrag mache und da ein paar Folien aus dieser ehemaligen SMX-Präsentation dann rübergezogen habe und plus noch weitere Sachen. Von daher konzentrieren wir uns heute vor allen Dingen auf den Thema Knowledge Graph, Natural Language Processing, Entitäten und ein bisschen ERT auch am Schluss. Und zwar, wie beging, also Google hatte schon irgendwie 2005 mal kommuniziert, dass sie gerne mehr in Richtung Semantik gehen wollen, aber den Weg sind sie eigentlich erst so richtig 2010 gestartet. Freebase wurde 2010 von Google gekauft. Das war eine semantische Datenbank mit strukturierten semantischen Daten und hat damit halt quasi den 2012 den Knowledge Graph eingeführt auf Grundlage dieser semantisch strukturierten Daten, die sie in Freebase quasi eingekauft haben. Diese Daten wurden tatsächlich manuell alle eingepflegt und das war quasi der Start von dem Google Knowledge Graph. 2013 kam dann der Algorithmus, der quasi auf dem Knowledge Graph aufsetzte und quasi dem Ranking-Algorithmus auch eine semantische Grundstruktur gegeben hat. Und dieses Ranking-Algorithmus-Update aus dem Jahre 2013 hat den Namen Hummingbird gehabt und damit wurde eigentlich ist Hummingbird das größte Google-Update der letzten 10 Jahre, weil dort der komplette Ranking-Algorithmus quasi auf eine völlig neue Ebene aufgebaut wurde, sprich auf einer Semantikebene, dass Google halt es immer mehr ab dem Moment darum ging, nicht nur Keywords mit Dokumenten abzugleichen, sondern die Bedeutung hinter Suchanfragen und Dokumenten besser zu verstehen. 2014 gab es, das werden die wenigsten von euch kennen, das ist der sogenannte Knowledge Vault. Wer von euch, weiß ich nicht, kann man jetzt, haben leider keinen Poll jetzt eingerichtet, aber den Knowledge Vault werden nur die wenigsten von euch kennen, weil der Knowledge Vault wurde so ein bisschen, es gab so 2014 die ersten Medien, die darüber geschrieben haben und Google hat auch ein bisschen was dazu erklärt, aber der lief so ein bisschen im Hintergrund irgendwie, aber ich werde euch später noch zeigen, warum ich glaube, dass er eine ganz besondere Rolle immer noch spielt. Dann die Quality Rater Guidelines führten im Jahr 2015 das Thema ERT ein. Die Quality Rater Guidelines gibt es schon länger. Ich glaube, die gibt es schon seit 2010, aber im Jahr 2015, die Version, die im Jahr 2015 rausgekommen ist, beinhaltete das erste Mal das Thema ERT, von dem wir über das Jahr heutzutage oder in den letzten 2 Jahren im Rahmen dieser Core-Updates viel gesprochen wurde, hat auch was mit der semantischen Suche zu tun. Dazu kommen wir dann nämlich am Schluss. Dann 2015 führte Google Machine Learning das erste Mal offiziell ins Ranking bei Google mit ein, und zwar mit dem RankBrain-Update. Da ging es in erster Linie um das Verständnis von Suchanfragen und da spielten Entitäten und Semantik tatsächlich auch schon eine Rolle. Und im Jahr 2019 das BERT-Update, da kam das Thema Natural Language Processing quasi rein und wir werden später auch noch sehen, dass Entitäten und Semantik und Natural Language Processing in einer engen Verbindung und Beziehung zueinander stehen. Und im Jahr 2021 kündigt Google das Passage Ranking Update an, was auch wieder mit Entitäten und Semantik zu tun hat. Von daher ist das ein schöner roter Faden seit 2010 bis heute, was die großen Google-Updates angeht. Das, was ich euch hier jetzt folgend erkläre und erzähle, ist viel Pionierarbeit, die ich seit 2014 mache zu dem Thema. Es gibt von Google relativ wenig Informationen zu dem Thema Semantik und Entitäten. Dieser Begriff Entities oder Entitäten taucht zwar immer häufiger auf, aber Google geht da nicht so richtig von selbst drauf ein. Sprich, man muss sich ziemlich viel reingraben und reinforschen. Da habe ich, also diese Informationen, die ich gesammelt habe, habe ich aus eigenen Tests gesammelt. Plus, ich glaube, ich habe über 80 Google-Patente zum Thema aus den letzten 10 Jahren mir angeguckt oder aus den letzten 7, 8 bis 8 Jahren. Das Buch sehr zu empfehlen von Christian Barlock, Entity-Oriented Search, ist ein
Buch, was es umsonst zum Download gibt, und von David Ammerland, Google Semantic Search. Das war, glaube ich, das erste Buch, was ich auch damals 2014 oder 2015 zu dem Thema gelesen habe. Aber das kratzt so, zum Einstieg ist es ganz gut. Hier geht es dann ein bisschen mehr ins Eingemachte, und die Patente sind, das ist eh harter Stoff. Also da muss man schon so ein bisschen masochistisch veranlagt sein, wenn man sich mit Patenten beschäftigt. Aber anscheinend bin ich das. Darum geht es heute so ein bisschen. Wir haben, wie funktioniert Google heute und zukünftig? Was sind Entitäten und wie sind sie organisiert? Wie ist der Google Knowledge Graph aufgebaut? Wie funktioniert das Data Mining für den Knowledge Graph und den Knowledge Vault? Welche Rolle spielt Natural Language Processing, BERT, für die semantische Suche? Wie funktioniert Natural Language Processing überhaupt? Und welche Rolle spielen Entitäten für das Ranking? Und dann zum Schluss noch, welche Rolle spielen Entitäten für ERT? Knowledge Graph, Knowledge Vault und Hummingbird sind die zentralen Bestandteile für die Google-Suche. Entitäten sind das verbindende Element. Das ist jetzt mal so ein Zitat, was wir von mir übernehmen können. Und hier habe ich mal versucht aufzuzeigen, wie Google denn heutzutage rein schematisch mal funktioniert. Wir haben den klassischen Suchschlitz. Wenn man dort eine Sucheinfrage eingibt, dann kommt als erstes so ein genannter Query Processor zum Einsatz. Da wird RankBrain und BERT maßgeblich dran beteiligt sein. Da geht es dann darum, rauszufinden, was ist die Suchintention hinter einem Suchbegriff. Und es geht um die semantische Interpretation dieser Suchanfrage. Um dann, das glaube ich, dass dann eine Art Entitätenschnittstelle auch noch wirkt, wo Informationen zwischen dem klassischen Google-Index und den, der sich ja aufteilt in verschiedene vertikale Indizes, also der klassische Google-Index, Video-Index, Bilder-Index, Flüge-Index, Bücher-Index, das sind ja die ganzen vertikalen Indizes, die Google ja betreibt. Und dass da immer ein stetiger Austausch zwischen der, sage ich mal, Entitätendatenbank, dem Knowledge Graph und dem klassischen Suchindex halt stattfindet, um dann eben ein Scoring auf einzelne Dokumente anzuwenden, als auch über dieses Scoring eventuelle Qualitätsdaten zu einer Domain in Form von ERT abzufragen, um dann Rankings in Reihenfolge zu bringen, eine Cleaning Engine noch draufzulegen. In der Cleaning Engine werden dann quasi zum Beispiel die Penalties berücksichtigt, wenn eine Seite ein Penalty hat, dass sie rausgeschmissen wird, oder dass Doppelungen oder zu viele Nennungen von einer Domain, Dokumenten von einer Domain halt gecleant wird. Und dann gibt es noch so einen kleinen Personalisierungslayer, der früher deutlich größer war. Da kommen dann so Sachen rein, dass nutzerspezifische Kontexte halt berücksichtigt werden, wie zum Beispiel der Standort oder vielleicht auch das Endgerät. Vielmehr bezieht Google da gar bei der Personalisierung auch gar nicht mehr mit ein, obwohl ich habe später noch ein Beispiel, wo man sieht, dass sie auch noch ein bisschen mehr mit einbeziehen. Knowledge Graph, wie ist der aufgebaut von Grund aus? Es gibt einen Entitätenkatalog, dort sind verschiedene Entitäten und die Entitätsnamen halt hinterlegt. Dann gibt es baut ein Knowledge Repository darauf auf. Dort wird die Entität beschrieben mit der Description und es werden erste Beziehungen zwischen Entitäten gezogen. Und dann darauf baut dann am Schluss eine Knowledge Base auf, wo das Ganze noch mit Attributen quasi ergänzt wird zu diesen Entitäten. Und wenn man sich so einen Knowledge Graph mal vorstellt, das Besondere an einem Knowledge Graph oder an Graphenkonstrukten an sich zu klassischen Datenbanken ist halt im Endeffekt, dass wir uns hier weniger mit Tabellen zu tun haben, wie wir es zum Beispiel als SQL-Datenbanken kennen, sondern wo einfach nur Daten quasi in Tabellen strukturiert abgelegt werden, sondern wir können in Graphenkonstrukten halt Beziehungen zwischen Entitäten, also zwischen Knoten im Endeffekt abbilden, und die Beziehungen sind im Endeffekt die Kanten, die die Beziehung zwischen diesen Entitäten beschreiben. Und es gibt verschiedene Entitätsformen, da sind die für die Suchmaschinenoptimierung wichtigsten Entitätsformen, das sind die benannten Entitäten, und aber Entitäten können auch Konzepte sein. Also benannte Entitäten können sein Personen, Unternehmen, Tiere, Bauwerke, Städte, Orte, Bücher, Filme, Veranstaltungen und so on. Ihr findet bei Google eine Dokumentation, was alles Entitäten sein können, aber Entitäten können zum Beispiel auch eher abstrakte Dinge des Seins sein, wie zum Beispiel Emotionen, Friede, Entfernung, Wetter, Thema oder eine Website etc. Entitäten lassen sich klassifizieren nach Entitätstypen. Zum Beispiel ist dann in der Klasse des Entitätstyps X, haben wir dann verschiedene Entitäten aufgehangen, die jeweils eine eigene individuelle, einzigartige ID zugeordnet bekommen und einen Entitätsname. Diese ID ist wichtig, weil der Entitätsname alleine
bildet keine Einzigartigkeit ab. Also zum Beispiel die Entität Jaguar hat mehrere Bedeutungen. Jaguar kann Panzer sein, kann Auto sein, kann Tier sein. Und durch die ID bekommen dann diese drei gleichen Entitätsnamen, können die unterschiedlichen Entitäten mit unterschiedlichen Attributen dann zugeteilt werden oder umgekehrt. Genau, und hier sehen wir quasi in der Google-Dokumentation Entitätstypen im Google Knowledge Graph. Da kann man sich mal gucken, was alles im Knowledge Graph als Entitäten erfasst werden, was für verschiedene Entitätsklassen oder Typen auch. Das ist recht spannend. Das ist eine Beta-Version in Indien, glaube ich, hat Google die sogenannten Search Profile Cards eingeführt. Dort konnten sich Personenentitäten selber eine Knowledge Card anlegen. Also sie konnten sich selber in den Knowledge Graph eintragen. Das ist ja generell bei Google nicht so einfach, in den Knowledge Graph reinzukommen. Man muss diverse verschiedene Kriterien halt erfüllen. Und hier konnte sich quasi jeder, der eine Person des öffentlichen Lebens ist oder generell eine Person ist, also zur Entitätstyp Personenentität gehört, konnte sich hier selber in den Knowledge Graph eintragen. Das ist noch in Beta. Ich habe da lange nichts mehr zu gehört. Damit will Google die Erfassung von Longtail-Personenentitäten halt fördern, weil Google will natürlich versuchen, alle Entitäten, die es so auf der Welt gibt, in ihren Wissensdatenbanken zu erfassen, aber natürlich auch mit den richtigen Daten, ne? Wenn man mal so einen Blick über die Google Knowledge Graph API in den Knowledge Graph reinwirft, dann sieht das relativ kryptisch aus. Dann sieht man hier zum Beispiel den Knowledge Graph-Eintrag von Taylor Swift, der Sängerin. Da sind dann verschiedenen, hier sehen wir diese Knowledge Graph ID, also die Entitäten-ID im Endeffekt. Und hier sehen wir den Entitätsnamen, Taylor Swift, die Description etc. Das kann man alles sich über die Knowledge Graph API zu einer bestimmten Entität auch dann angucken, wenn man dann unter String da den Entitätsnamen eingibt. Semantische Suche in der Praxis, also wie funktioniert das Ganze, was ist das Besondere dabei, was ist das Besondere an der semantischen Suche? Man kann hier durch die Beziehung zwischen diesen Entitäten der Stadt Pennsylvania, der Sängerin Taylor Swift und dem Songtitel Blank Space, kann man halt Beziehungen herstellen. Und das führt dazu, dass wenn wir heutzutage bei Google eingeben, Sängerin Blank Space, weiß Google, dass die Entität Taylor Swift halt gefragt ist und gibt dann diese Knowledge Panel dann dementsprechend aus. Was halt ganz, das ging früher vor 2013 halt nicht. Da, wenn man da Sängerin Blank Space eingegeben hätte, dann hätte mir Google Dokumente angezeigt, die Sängerin und Blank Space in ihrem Text irgendwie stehen haben. Und wenn man mal so guckt, was wird denn da alles eingeblendet? Wir werden, wenn man nach Taylor Swift sucht, dann hat man gesagt, diesen Knowledge Panel. Und in diesem Knowledge Panel werden verschiedene Informationen zu dieser Entität oder Attribute zu dieser Entität halt aufgeführt. Wie zum Beispiel Verwandte, wie andere Personenentitäten, also welche anderen Entitäten stehen mit Taylor Swift, der Entität Taylor Swift irgendwie in Beziehung, weil sie zusammen gesucht oder oft Verwandte suchen halt eventuell auch da schon oder wird auch oft gesucht. Also das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass diese Entitäten, die hier unten eingeblendet sind, im Endeffekt in irgendeiner Verbindung zu der Entität Taylor Swift stehen. Oft sieht man dann auch eine Description aus Wikipedia meistens. Es werden Schlagzeilen zu dieser Entität außerhalb des Knowledge Panels auch eingeblendet. Den Wikipedia-Eintrag findet man meistens dann auch immer ziemlich weit oben. Wir finden Videos zu dieser Entität. Wir sehen Songs und Alben. Wir sehen Veranstaltungen, wo Taylor Swift eventuell auftritt. Also man sieht, dass Google die Dokumente und die Informationen, die Google dort ausspielt, sind halt rund um diese Entität strukturiert. Das heißt, der Google-Index funktioniert immer mehr so, dass Google versucht, Informationen rund um Entitäten und Dokumente, Videos etc. und andere Medienformate rund um eine Entität zu clustern, um dann eben in der Gesamtheit, wenn man nach dieser Entität sucht, alles parat zu haben und ausliefern zu können. Was für Attribute jetzt in diesem Knowledge Panel hier angezeigt werden, auf der rechten Seite, das stellt Google, könnte Google über die Häufigkeit der Entität plus Attribut-Suchanfragen rausfindig machen. Also wenn ganz viele Menschen suchen nach Entität Taylor Swift Alter, dann wird Google auf jeden Fall im Knowledge Panel das Alter anzeigen, weil jeder
jede Entitätstyp hat ein eigenes Set von Attributen, was im Knowledge Panel angezeigt wird. Und da gibt es ein Patent zu. Das seht ihr hier. Das ist da ganz schön drin beschrieben. Genau, und hier ist noch ein anderes Google-Patent zu dem Thema. Das besagt, sobald eine Entität einen Schwellenwert von für einen Typenklasse charakteristischen Schlüsselattributen erreicht kann, kann diese dieser zugeordnet werden. Also im Endeffekt, dass das Patent beschreibt, wie Google über eine Methodik Entitäten bestimmten Entitätstypen oder Typenklassen zuordnen kann. Zum Beispiel Taylor Swift dem Thema der Klasse Personenentitäten. Personen, also den Entitätstyp Personen. Das ist ein relativ ausführliches Patent, wo beschrieben wird, wie so ein Knowledge Panel seitens Google ausgeliefert wird. Gehe ich jetzt aber nicht im Detail darauf ein. Ihr bekommt ja die Folien als Handout. Wenn euch das Patent interessiert, könnt ihr da mal genauer drauf gucken. Oder ihr guckt euch meine Artikelreihe zur semantischen Suche an. Dort bin ich im Detail auf jedes Patent auch einzeln eingegangen und fasse das auch nochmal einzeln zusammen. Da gibt es den Link dann am Schluss. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen können, wie funktioniert so eine entitätenbasierte Indexierung? Wir haben hier jetzt mal zwei Entitäten, einmal Olaf Kopp und einmal die Agentur Aufgesang. Dort haben wir gelernt, gibt es Entitätsnamen und Entitäts-IDs und wir haben verschiedene Dokumente, Videos, Social-Media-Profile, Websites, die rund um die zu dieser Entität in Beziehung stehen. Wir haben Entitätstyp. Wir haben einen Geburtsort meinetwegen, wir haben Geschlecht, wir haben Geburtsdatum, wir haben eine Jobbeschreibung und wichtig für nachher, gerade für das Thema ERT, wir haben eben auch eine thematische Ontologie, in dem diese Entität einsortiert wird. Und zu dieser Ontologie gehören halt bestimmte Schlüsselbegriffe auch oder Keywords eben auch. So, und wie generiert jetzt Google diese ganzen Daten für den Knowledge Graph? Also wie funktioniert das sogenannte Data Mining? Von Grund aus ist der Prozess so, dass erstmal eine Entität überhaupt identifiziert werden muss. Das nennt sich dann im Fachjargon Named Entity Recognition. Und dann müssen Extrahierung von Entitäten, da müssen bestimmte semantische Klassen und Typen extrahiert werden. Und die Beziehung zwischen diesen Entitäten geschaffen werden. Und als Quelle hat Google da ganz viele verschiedene Datenbanken und Datensets zur Verfügung. Also oft sehen wir es so, dass Google sich da auf Wikipedia bezieht und das über direktes Crawling und über verschiedene Datenbanken halt über verschiedene Arten und Weisen halt zugreifen kann. Was halt das Spannende ist, wir kennen ja diese sogenannten strukturierten Daten. Die spielen allerdings nicht so einen großen Einfluss beim Data Mining. Eine immer wichtiger werdende Rolle spielen die Websites und Suchanfragen. Also die Websites, die Google frei zur Verfügung hat im klassischen Suchindex, als auch die verschiedenen Suchanfragen, wo Google halt über normales Crawling halt ganz viel Informationen zu Entitäten in millionenfacher Form halt quasi extrahieren kann. Was ja ganz spannend ist, sieht man hier, wir haben hier, Google wechselt gerne mal die Description, die sie für eine Entität ausliefert. Das ist ein Knowledge Panel. Da habe ich mal über 1-2 Jahre geguckt, auf welche Quellen Google zugreift, um bei mir eine Description zu finden im Netz. Und da ich keinen Wikipedia-Eintrag habe für meine Entität, sind hier halt verschiedene Quellen. Mal ist es die Autorenseite von mir, mal von der Über-uns-Seite auf SEM Deutschland, auf meiner Domain. Dann haben sie hier mein OMT-Speaker-Profil mal genommen und hier haben sie mein Termfrequenz-Moderatoren-Profil vom Content Compass genommen. Also wechselt Google ganz gerne mal durch. Ich kann allerdings nicht genau identifizieren, wie sie das dann bewerten, was dann die beste Beschreibung für mich als Entität ist. Das Spannende ist, bei Wikipedia ist das gerade zur Identifikation von Typenklassen, also Entitätstypen, Klassen, dass Wikipedia an sich ist so gut strukturiert, dass sie über die meisten Entitätstypenklassen verfügen und Google sich da bedienen kann, um die eigenen Entitätstypenklassen halt dann da rauszuziehen.
Es gibt auch die verschiedenen DBpedia und Yago zum Beispiel, basiert auf Wikipedia. DBpedia und Yago sind Datenbanken, die die Wikipedia-Daten nochmal in strukturierter Form und semantischer Form aufbereiten. Wikipedia an sich ist eher SEMO, ist eine SEBI-strukturierte Datenbank. Genau, strukturiert versus unstrukturiert. Strukturierte Datenbanken haben wir in der Übersicht vorhin viele gesehen. Der große Vorteil an strukturierten und semi-strukturierten Datenquellen ist, dass sie meistens manuell angelegt sind und da deswegen eine gewisse Richtigkeit haben. Und es ist relativ funktional, relativ einfach, dort Daten maschinenlesbar halt eben rauszuziehen, automatisiert. Allerdings hat man halt eine hohe Abhängigkeit dafür, durch das die Daten manuell eingepflegt sind, dauert es sehr langsam, bis da so eine Wissensdatenbank gefüllt ist. Sprich, es gibt mit Blick auf die Vollständigkeit einer Datenbank sind diese Datenbank halt leider nicht nur bedingt skalierbar aufbaubar. So. Und dadurch dauert es sehr lange, bis Google nur über diese Datenbanken halt wirklich das Wissen der Welt aufgebaut kriegt und in den Knowledge Graph eingepflegt kriegt. Der große Vorteil an unstrukturierten Daten, wie zum Beispiel Websites oder Suchanfragen, ist, dass volle Wissen in Billionen von Websites und Billionen von Suchanfragen, das volle Wissen der Welt halt vorhanden ist. Vor allen Dingen ist auch die Aktualität gegeben, weil dort natürlich sehr schnell viel in Real-Time quasi aktuelle Änderungen und aktuelle Ereignisse auch passieren, wo dann eventuell eine manuell angelegte Datenbank ja manuell auch immer wieder angepasst werden müsste. Da lässt sich natürlich viel schneller drüber reagieren und Änderungen auch in so einen Knowledge Graph einpflegen. Und dadurch ist das Ganze natürlich auch super skalierbar, weil im Crawling, wenn was Google richtig gut kann, dann ist es Crawling. Und da sind sie halt skalierbar hoch 10. Ne? Das Problem bei unstrukturierten Daten ist die Richtigkeit und die funktionale Komplexität, diese Daten auch auszulesen und zu extrahieren, und ist dadurch ziemlich fehleranfällig. Und das ist eben das Problem. Wollen diese Vollständigkeit haben, aber haben im Gegenzug das Problem mit der Richtigkeit. Und da haben sie 2014, und da komme ich zurück zu Knowledge World, haben sie eine Präsentation, sogar 2013 schon gewesen, sehe ich gerade, wo es darum geht, um die Herausforderung, diese Longtail-Entitäten zu identifizieren und extrahieren, weil das über das klassische bisherige basierend auf semantischen, manuell gepflegten Datenbanken halt leider nicht möglich ist. Und sie wollen diese, mit diesem Knowledge Vault wollen sie halt, ich muss kurz mal gucken, da ist die Folie, okay. Ich gehe mal eine vor. Über diesen Knowledge Vault wollen sie halt immer mehr unstrukturierte Daten für den Knowledge Vault nutzen. Dieser Knowledge Vault ist quasi eine automatisierte Datenextrahierung von unstrukturierten Daten. Und wir können davon ausgehen, dass Google dahin immer mehr gehen will. Und zwar, dass sie nicht auf manuell gepflegte Datenbanken angewiesen sind, sondern eben auf das freie Wissen, was im Netz, auf Websites und in Suchanfragen halt vorhanden ist. Wir haben von 2013 bis heute setzt Google in erster Linie auf geschlossene Extrahierung. Das bedeutet, Entitäten sind bereits erfasst in der Datenbank und werden durch neue Attribute und Beziehungen ergänzt. Aber zukünftig wird es immer mehr dahingehen, dass Google selbstständig neue Entitäten erkennt und diese auch erfasst und also auch die Longtail-Entitäten besser erfassen kann und nicht darauf angewiesen ist, dass irgendwo Datenbanken irgendwo schon liegen. Ja, und da hilft das Thema, da kommt das Thema Natural Language Processing ins Spiel, weil über Natural Language Processing können Sie, das beschreibe ich gleich nochmal im Detail, können Sie Entitäten selbstständig aus Sätzen und Texten extrahieren, identifizieren und extrahieren und dann in den Knowledge Vault einpflegen, erst einmal, und mit Labels versehen oder mit Attributen und Labels versehen, um sie dann irgendwann in den Knowledge Graph auch zu überführen. Das ist jetzt meine Theorie dazu. Dazu gibt es keine Aussagen von Google. Das habe ich mir nun durch meine Recherchen und so jetzt so zusammengebaut, dass das der Weg sein wird, den Google da gerade beschreitet oder in den letzten Jahren auch schon. Und hier spielt eben das Thema Machine Learning, also insbesondere aktuell noch Supervised Machine Learning, eine große Rolle.
Sie können quasi diese ganzen strukturierten Daten, zum Beispiel oder semi-strukturierten Daten bei Wikipedia, aber auch von uns Webmaster, die ihre Seiten ja immer mit der Möhre seitens Google mit irgendeiner Belohnung mit strukturierten Daten auszeichnen, können Sie diese Daten als Trainingsdaten, manuell verifizierte Trainingsdaten benutzen und diese dann damit in den Trainingsalgo quasi mit reinfließen lassen, um dann halt eben selbstständig diese Entitäten zukünftig neue Entitäten zu erkennen, zu extrahieren und auch mit Attributen und Beziehungen anzureichern. Zukünftig wird Google aber immer mehr aufs Unsupervised Learning setzen, dass sie diese Daten von Webmastern, diese strukturierten Daten oder semi-strukturierten Daten eben gar nicht mehr brauchen. Und es könnte zum Beispiel dann so sein, dass die Ergebnisse, die nachher der Algo dann einfach nur auch aufwirft, nur noch von Nutzern nachher gegengeprüft werden. Zumindest, dass Nutzer irgendwie die Richtigkeit von Daten melden können oder eben wenn das falsch ist. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen mehr auf das Thema Natural Language Processing ein. Wir haben jetzt gerade BERT, war das 2019, hatte ich gesagt. Jetzt haben wir das Thema MAM und Lambda, was Google vorgestellt hat. MAM ist noch leistungsfähiger als BERT. Das wird die neue Generation von Natural Language Processing sein. Also Google setzt da ziemlich stark drauf. Und Natural Language Processing ist für das Verständnis, Klassifizierung und Organisation von Texten und Sprachen und Suchanfragen beziehungsweise Bildung von zum Suchterm passenden Korpusen einzusetzen. Entitäten spielen dabei eine zentrale Rolle und da will ich gleich auch ein bisschen drauf eingehen. Im Endeffekt kann man sich das dann so vorstellen, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben hier semi-strukturierte Daten und strukturierte Daten aus den verschiedenen Quellen. Die können dann als Trainingsdaten in den Machine Learning Algo gekippt werden, genauso wie die bereits verifizierten Knowledge Graph Daten. Und dann kann dann der Machine Learning Algo lernen, wie er aus unstrukturierten Daten neue Entitäten für den Knowledge Vault und später für den Knowledge Graph extrahiert und anreichert. Genau, und wenn man mal so in diese Natural Language Processing API reinguckt oder in die Natural Language API von Google, und da habe ich einfach mal einen Test gemacht, habe eingegeben, Olaf Kopp ist Head of SEO bei Aufgesang und ist in Waldshut-Tingen geboren. Und was Google da schon extrahiert, Google kann aus diesem Satz extrahieren, dass Olaf Kopp, Head of SEO, Aufgesang und Waldshut-Tingen Entitäten sind. Und kann auch teilweise schon mich der Personenentität zuordnen. Und dass Google, jetzt kann man sagen, ja, Olaf Kopp wird mir ja schon irgendwo als Entität erfasst sein, genauso wie die Stadt Waldshut-Tingen. Und daher ziehen die das, also dass sie das aus dem Knowledge Graph schon identifizieren, aber mitnichten, sie können aus dem Satz an sich, aus der grammatikalischen Satzstruktur, können sie identifizieren, was in einem Satz potenzielle Entitäten sind und was nicht. Ich habe hier einfach mal die Entität Olaf Kopp wegen Kribi Knopp ausgetauscht. Dieses ist eine Entität, die gibt es nicht. Diese Person oder dieses Ding gibt es nicht. Und Google identifiziert es aufgrund der Satzstruktur trotzdem als Entität. Jetzt habe ich das gleich nochmal mit bekannteren Entitäten gemacht. Joe Biden ist Präsident der USA und Jill Biden ist seine Frau. Joe Biden ist der Nachfolger von Donald Trump. Und hier sehen wir schon, dass Google alle Entitäten in diesem Satz schon bestimmten Entitäten-Typenklassen zuordnen kann. Und das schafft Google halt, oder das funktioniert über Natural Language Processing, weil im Natural Language Processing werden halt verschiedene Satzelemente in Beziehung zueinander gesetzt und die grammatikalische Struktur eines Satzes aufgebrochen. Und am Schluss ist es so, dass dann Triples entstehen aus ganz einfach grammatikalisch Subjekt, Prädikat, Objekt. Und das über diese Satzstruktur Google quasi Entitäten extrahieren kann aus einem ganz normalen Satz, nämlich alle subjektive Objekte beziehungsweise Substantive sind potenzielle Entitäten. Dann kann man sich in der Dokumentation, Google-Dokumentation zum Natural Language Processing, zu der API kann man sich auch Sachen angucken, in welch Klassen Google bestimmte Texte zum Beispiel auch einsortiert. Also Google kann Natural Language Processing auch zur Klassifizierung von gesamten Inhalten eben nutzen.
Deswegen ist dieses Thema so wichtig. Zum einen, weil sie dadurch diese Entitätendatenbank weiter skalierbar aufbauen können. Zum anderen, weil sie darüber über die Sprache halt, über die gesprochene als auch die geschriebene Sprache halt die Klassifizierung von Inhalten vornehmen können. Das ganze Thema Natural Language Processing ist die Grundlage für das Google Passage Ranking. Dieses Update, was sie jetzt dieses Jahr ausgerollt haben. Und funktioniert halt in erster Linie auch über Entitäten. Ne? Dann haben wir hier noch ein Beispiel, wie Google über Natural Language Processing das Query Processing, also die Interpretation von Suchanfragen durchführt. Es gibt Informationen aus dem Knowledge Vault, es gibt Informationen aus dem Knowledge Graph und es gibt Informationen aus dem Index. Und hier findet stetig eine Verfeinerung der Suchanfragen statt mit diesen Informationen, um diese Suchanfragen besser interpretieren zu können, auch hinsichtlich Suchintention. Hier gibt es diverse Patente, die sich zum Thema Entitäten beim Search Query Processing beschäftigen, will ich nicht im Detail auf eingehen, verweise da wieder auf meine Artikelreihe. Und man sieht hier an diesem Beispiel auch, dass Google immer noch beides macht. Es gibt immer noch neben der entitätenbasierten Ausgabe gibt es auch immer noch eine termbasierte Ausgabe bei Google. Und zwar, wenn man nach Barack Obama Eltern sucht, dann findet, weiß Google zum einen, okay, ich suche die Eltern, also das ist die entitätenbasierte Ausgabe, gibt mir die Kacheln zu den beiden Eltern aus, aber blendet immer noch das Knowledge Panel von Barack Obama ein, was eine termbasierte Ausgabe impliziert, weil man eben, weil man ja eigentlich nach den Entitäten der beiden Eltern sucht und nicht nach ihm selber. Sprich, Google, daran sieht man ganz schön, dass Google noch beides bedient. Wenn Google keine Entitätenbezüge herstellen kann, wird immer noch die termbasierte Ausgabe quasi bevorzugt, beziehungsweise es läuft auch noch parallel. Und wenn man hier nach Frau Barack Obama sucht, gibt es zum Beispiel das Panel schon gar nicht mehr von Barack Obama, was angezeigt wird, sondern da kriegt man nur die Knowledge Card oder Knowledge Panel von Michelle Obama dann ausgeliefert. Hier ist quasi gar keine termbasierte Ausgabe mehr. Hier haben wir nochmal das Gleiche mit Joe Biden Frau. Joe Biden hatte mehrere Frauen, das wusste ich vorher auch nicht, deswegen sehen wir da zwei Kacheln, aber wir sehen auch eben immer noch, dass bei Joe Biden Frau immer noch sein Knowledge Panel auch angezeigt wird, was auch auf eine termbasierte Ausgabe impliziert. So, was ist, wenn wir mit mehrdeutigen Entitätsnamen zu tun haben? Das heißt zum Beispiel, in dem Fall habe ich mal das Beispiel Jaguar genommen, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wir haben, wenn jemand jetzt nach Jaguar sucht, welche Entität wird dann vorrangig wohl gesucht, beziehungsweise für welche Entität wird dann zum Beispiel ein Knowledge Panel ausgegeben? Und da ist dieser Result Score ganz interessant. Und dieser Result Score, den wir hier sehen, der bestimmt, welches Knowledge Panel priorisiert quasi bei einer mehrdeutigen Suchanfrage ausgegeben wird. Hier habe ich mal einen Test gemacht. Was auch das Thema mehrdeutige Suchanfragen halt betrifft oder mehrdeutige Nachfragen nach Entitäten. Ich habe einfach mal nach Leibniz gesucht. Und jetzt in der ersten Suchanfrage, die ich eingegeben habe, wurde davon ausgegangen, aufgrund des höheren Result Scores, dass ich den Philosophen suche. Und dementsprechend wurde das Knowledge Panel vom Philosophen ausgegeben. In der zweiten Suchanfrage habe ich eingegeben Leibniz Keks, weil der Leibniz-Keks ist halt eine Entität, die von Balsen quasi gegründet wurde. Und jetzt sehen die Suchergebnisse so aus. Hier hat sich dann alles ein bisschen geändert, weil Google weiß jetzt, okay, er sucht den Leibniz-Keks, nicht den Philosophen. Und wenn ich jetzt die dritte Anfrage im Volle mache und wieder nur Leibniz suche, tada, dann ist der Knowledge-Panel weg vom Philosophen. Google ist sich gar nicht mehr so sicher, ob ich den Philosophen suche. Und jetzt ist plötzlich nicht mehr der, ich kann es vorher nochmal sehen, jetzt ist plötzlich nicht mehr der Wikipedia-Eintrag ganz oben, wie bei der ersten Suchanfrage nach Leibniz, sondern wir sehen, dass jetzt Leibniz-Keks ganz oben ist und auch der Knowledge-Panel nicht mehr mir jetzt Google eine Verfeinerung jetzt gibt und nicht mehr ganz sicher ist, ob ich jetzt wirklich den Philosophen suche, aufgrund des Suchkontextes oder der Suchhistorie, die ich vorher ausgelöst habe. Genau, und da sehen wir nochmal die beiden, bei gleiche Suchanfrage, Leibniz,
aber unterschiedliche Suchergebnisse, weil der Kontext sich geändert hat durch diese zweite Suchanfrage, die ich dazwischen geschoben habe. Hier haben wir noch, kurz gucken. Ja, hier haben wir wieder, geht es wieder darum, ach so, das ist das Patent dazu, genau. Zu dem, was man hier sieht, das Patent ist relativ neu, das ist letztes Jahr rausgekommen und daraufhin habe ich diesen Test halt auch gemacht und man sieht, dass dieses Patent tatsächlich schon anscheinend aktiv ist, weil genau in diesem Patent geht es darum, um die Verknüpfung dieser Suchanfragen, um den Kontext besser festzustellen. Und jetzt haben wir, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist die große Herausforderung für Google, ist es bei der beim Knowledge Graph die Vollständigkeit und die Richtigkeit zu gewährleisten. Und das beide steht so ein bisschen in Konkurrenz zueinander. Und jetzt gibt es verschiedene Patente, die darauf eine Vermutung darauf auch schließen lassen, wie Google denn die Richtigkeit der Daten verifizieren will. Und wenn zum Beispiel hier geht, in dem Patent geht es um die Häufigkeit, dass einfach statistisch ausgewertet wird, wenn sehr häufig ein bestimmtes Attribut Wertpaar, zum Beispiel Joe Biden und dann das richtige Alter, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, dann wird eben geguckt, ob, wenn 100% mal das richtige Alter angegeben ist, dann wird Google ziemlich sicher sein, aufgrund der Häufigkeit dieser Attribut Wertpaares, dass dieses Alter dann auch richtig ist. Validität und Richtigkeit ist halt die größte Herausforderung für Google da immer noch, was das angeht. Da muss man halt, deswegen sind sie, glaube ich, noch so vorsichtig, dass sie nur in erster Linie Knowledge Panel für Entitäten, die auch bei Wikipedia sind, ausliefern, weil sie da noch nicht sicher sind, ob sie ihren Daten da wirklich vertrauen können, die sie wahrscheinlich schon im Knowledge Vault alle zusammen haben. Fazit zum ganzen NLP und Data Mining Thema und Machine Learning Thema. Die Fortschritte im Machine Learning machen Methoden wie Natural Language Processing für Google immer performanter und skalierbarer in der Praxis anwendbar, was die Extrahierung von Entitäten, Interpretation von Suchanfragen und Inhalten sowie deren Ranking basierend auf Entitäten immer besser möglich macht. Das sieht man auch hier. Das ist eine Quelle von Wikipedia zum Knowledge Graph. Und zwar, da steht, dass seit 2016 bis zum Mai 2020 sich die Daten im Knowledge Graph versiebenfacht haben. Quasi von 70 Billionen Facts auf 500 Billionen Facts. Und das geht nicht manuell. Das muss inzwischen schon sehr viel automatisiert laufen. Hier sehen wir auch bei Google Trends, sieht man auch ganz schön, als auch in der Suchanfrage, wenn wir nach Joe suchen, schlägt mir Google automatisch schon verschiedene Entitäten vor oder nach Hafer genauso. Und bei Google Trends sieht man auch, dass Google diese Entitäten schon in Entitätsklassen einteilt und es schon so ziemlich danach strukturiert ist, dass Entitäten in bestimmten Strukturen halt schon zusammengefasst sind. Und man sieht, dass die Semantik in der Suche schon ziemlich weit fortgeschritten ist an sowas. Genau, das ist so ein Test, da habe ich einmal, wenn man die Sprache und den Standort ändert und dann nach der Entität oder nach Olaf Kopp in dem Fall einfach mal googelt, sieht das Knowledge Panel halt anders aus, das ist auch ganz spannend. Links ist Deutsch in deutscher Sprache, Deutschland in deutscher Sprache, in der Mitte haben wir EN, also englische Sprache und Standort USA, dort sieht man, dass meine Website schon angezeigt wird, als auch mein Twitter-Profil. Und rechts Sprache Englisch, Standort Deutsch. Und da ist es auch wieder anders. Alles ganz interessant, da gibt es einen wahnsinnig spannenden Beitragsreihe von Cindy Crumb zu, wo sie über entitätenbasierte Indexierung gesprochen hat. Oder geschrieben hat ziemlich viel. Und dieses ganze Entitätenansatz hilft Google halt wahnsinnig auch mit diesem Sprache oder die Sprache an sich ist irgendwann überflüssig, weil eine Entität Jaguar hat nur einen anderen Entitätsnamen in einer anderen Sprache, ist von der Sache aber eigentlich das Gleiche. Und dadurch löst sich Google immer mehr von Text und Sprache hin zu den Entitäten halt. So, dass Google Entitäten
mit Domains verknüpft, sieht man hier ganz schön. Wenn ihr nach SEM Deutschland sucht, das ist meine Domain, dann seht ihr, dass Google meine Knowledge Panel da anzeigt. Das heißt, hier gibt es eine direkte Verknüpfung zwischen meiner Entität und der Website. Was spannend ist, wenn wir uns das Thema EAT angucken, weil genau das braucht Google dafür. Und die Brücke zwischen Entitäten und EAT ist offensichtlich. Also EAT geht, da geht es hier um das Konzept Expertise, Autorität, Trust. Und wo es halt immer mehr um den Publisher und den Autor geht und gar nicht mehr um dokumentenspezifische Faktoren. Und wenn wir uns mal den Einfluss von EAT angucken in den letzten Jahren, wir haben diverse Core-Updates gehabt, gerade im Your Money, Your Life-Thema-Bereich, wo es schon verheerende Veränderungen gab, wo Websites diese EAT-Kriterien nicht mehr eingehalten haben, wo es dann steil bergab ging. Das sind hier zwei Gesundheitsportale gewesen. Und wie kann Google halt diese Autoritäten und diesen Trust und diese Expertise auch zu bestimmten Themenbereichen dann feststellen? Es geht über die Ontologien, in die halt Entitäten einklassifiziert sind von Google, um dann zu gucken, wie häufig werden diese Entitäten in diesen Kontexten halt auch genannt und benutzt und gesucht. Ja, und dann eben darüber dann auch Beziehungen wiederherzustellen zwischen Themen und Entitäten, ne? Also zum Beispiel oder zwischen Entitäten und anderen Entitäten als auch Themen. Zum Beispiel Zalando, hat man das Beispiel Zalando hier genommen. Zalando ist verschieden eng mit anderen Entitäten verknüpft, deswegen habe ich hier diese Kanten auch unterschiedlich dick gemacht. Und über diese Intensität der Verknüpfung kann Google dann quasi ein EAT Score, nenne ich es jetzt einfach mal, je Thema festlegen. Und da wir ja wissen, dass pro Thema immer verschiedene Keyword-Sets gehören, natürlich auch für diese Keyword-Sets. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel Zalando da einfach mal mitnimmt, weitermacht, dann sieht man hier Zalando Schuhe, Kleider, Bikinis, Nike in der absteigenden Reihenfolge meinetwegen von der Beziehungs-, von der Kantenbreite. Und dann kann Google halt dadurch bestimmten Publishern oder auch Websites in dem Sinne, Entitäten beziehungsweise deren digitale Abbilder in Form von Websites, kann dann verschiedene EAT-Werte pro Thema quasi dann für eine Website festlegen und dementsprechend dann auch die Keywords für die jeweiligen Keywords ranken. Und das war jetzt erstmal genug fürs Thema EAT. Wie gesagt, da kann man auch eine ganz eigene Session zu machen, wie ich es morgen bei den Search Seekers mache. Und was können wir jetzt aber bis dato aus dem Gelernten halt mitnehmen? Die Entwicklung ist ein jahrelanger, langsamer Prozess. Deswegen merken wir auch von diesen großen Updates nicht so viel. Hummingbird damals, kann ich mich erinnern, wir haben erstmal gar nichts gemerkt. Da wurde ein Riesen-Update ausgerollt und wir haben gar nichts gemerkt. RankBrain das Gleiche, Bird das Gleiche. Das hat einfach viel damit zu tun, dass Google damit erst anfängt zu lernen, weil auch Machine Learning teilweise mit drin ist. Und es dauert halt, bis Google so gut gelernt hat, dass man auch nachher im Output davon was mitbekommt. Der Prozess nimmt seit 2018 durch das Zusammenspiel aus NLP und Machine Learning an Fahrt auf. Das ist spürbar langsam. Und sich mit der grundsätzlichen Funktionsweise von modernen semantischen Suchmaschinen zu beschäftigen, macht einfach nur Sinn, weil vieles von dem, was früher funktioniert hat, funktioniert heute dadurch einfach nicht mehr. Und SEO-Verantwortliche sollten sich ja mal mehr zur Schnittstellenposition zwischen Technik, Redaktion, Marketing und PR entwickeln, weil sie sonst diese Positionierung hier für bestimmte Themenbereiche kann ein SEO alleine gar nicht leisten. Und deswegen muss er immer mehr in den Schnittstellen agieren. Und moderne Marketer sollten sich im Sinne des digitalen Markenaufbaus mit Algorithmen der größten digitalen Gatekeeper beschäftigen, damit und wie sie mit ihren Marketingmaßnahmen diese beeinflussen können, also auch beidseitig. Also ein Marketer sollte auf SEOs zugehen, genauso wie ein SEO auf Marketer oder andere Kommunikationsverantwortliche zugehen sollte. Nur dann wird zukünftig auch noch eine Sichtbarkeit und Ranking möglich sein. Und jetzt ein paar konkrete Tipps einfach noch. Verknüpfe und verlinke die Repräsentanzen deiner Entität, wie zum Beispiel Domains, Apps, YouTube-Kanäle, Wikipedia-Einträge, Wikidata-Einträge und was es noch alles so gibt. Mach es Google so einfach wie möglich, diese Verknüpfung zwischen deiner Entität und deinen digitalen Abbildern halt klar zu machen. Verlinke deine Repräsentanz mit Autorenprofilen, wenn du welche hast, zum Beispiel bei Amazon.
vielleicht auch vor und zurück. Nutze Linkstexte mit deinen Entitätsnamen, um auf deine Repräsentanzen zu verlinken. Damit machst du es Google schneller möglich, diese digitalen Abbilder deiner Entität zuzuordnen. Und gegebenenfalls nutze noch diese Same-as-Schema-Org-Auszeichnung, also strukturierte Daten, obwohl ich da habe ich eine eigene Meinung und ich glaube, dass das Google zukünftig gar nicht mehr braucht. So, genau, wir sind durch. Es gibt weitere Webinare sind geplant von uns, und zwar zum Thema ERT haben wir im Juli, August was geplant, dann im September SEO-Datenanalyse mit Excel, Content Marketing entlang der Customer Journey, Digital Recruiting über Suchmaschinen. Also weitere Infos findet ihr da auf aufgesagt.de Webinare. Und wenn ihr tiefer in das Thema semantische Suche einsteigen wollt, ich habe da eine, ich glaube, 16-teilige Artikelreihe zugeschrieben, sehr ausführlich. Damit könnt ihr euch diese Bücher, die ich da vorgestellt habe, und die Patente einfach sparen, weil da habe ich euch die Arbeit schon vorgelegt, ist allerdings in meinem Premium-Bereich und Nils wird euch da mal den Link hin posten, genau, wenn ihr da mal gucken wollt, über was ich dann noch so geschrieben habe, da geht es nochmal ins Detail dann. Und wir haben eine kostenlose ERT-Checkliste, die ihr downloaden könnt, einfach mal nach ERT-Checkliste googeln, da müsste die an 1 stehen. Genau, und weitere Downloads haben wir bei aufgesang.de auch noch, da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und unser Content Kompass ist auch ganz, ganz geiles Content-Marketing-Format, was ich euch ans Herz legen möchte. Und jetzt wäre Zeit für Fragen, wenn ihr wollt. Ja, Thomas, es gibt ein Handout an alle, die sich eingetragen haben, wenn wir das Handout rausschicken per E-Mail irgendwann in den nächsten 1-2 Wochen, denke ich. Es wurde an dieser Stelle schon eine Frage gestellt. Okay. Von Oliver. Und zwar, wenn man einen Artikel zu Sarah Connor erstellt und mit jeweils 3 Absätzen einmal die fiktive Figur aus Terminator und einmal die deutsche Sängerin behandelt, was macht Google dann? Also bekommt der NLP-Algo das auf die Reihe und erkennt beide Entitäten richtig im Text? In einem und demselben Text jetzt? Oliver? In einem und demselben Text? Kurze Antwort. Jo. Okay, in einem und demselben Text, ja, Google kann ja diese Trennung, der Kontext ist ja entscheidend. Du wirst ja bei der fiktiven Figur aus Terminator, da wird es ja um andere Themen und Attribute gehen, als in dem Absatz zu Sarah O'Connor, der Sängerin. Und dadurch kann Google das natürlich voneinander differenzieren. Bezieht Google auch Gmail-Elemente ein? Theoretisch kann Google auch E-Mails crawlen. Das tun sie meines Erachtens auch schon für die Ads, weil du hast ja auch die Möglichkeit, im Gmail-Konto, glaube ich, Ads auszuspielen. Und da müssen sie die Inhalte ja irgendwie crawlen, um den Kontext festzustellen, um dann die Ads ausliefern zu können. Also von daher könnten sie tun, ja. Ob sie es machen, keine Ahnung. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch. Wie lange haben wir gebraucht? Ja, unter einer Stunde sind wir geblieben. Dann bedanke ich mich bei euch. Sind, glaube ich, knapp an die 100 rangekommen. Wir freuen uns dann auf zahlreiche Besucher für die nächsten Webinare. Wenn ihr im Verteiler seid, dann werdet ihr darüber informiert. Genau, und sonst wünsche ich euch schon dann noch einen schönen Dienstag.